Er heißt schlicht und einfach La Ferrari. Um das schnellste Auto der Firmengeschichte mit weit über 900 PS zu präsentieren, hat die legendäre italienische Sportwagenschmiede zum ersten Mal auch Elektromotoren eingesetzt. Ich bin begeistert, wie viele Menschen hier seit dem frühen Morgen vorbeikommen, um sich ein Auto anzusehen, das Ferrari-Geschichte schreibt. Es ist unser erstes Hybridauto mit einer innovativen, um 360 Grad veränderten Technik. Mehr denn je steht beim Genfer Autosalon die Technologie der Zukunft im Mittelpunkt. Unter den rund 900 ausgestellten Autos sind auch viele umweltfreundliche Fahrzeuge. Eine Entwicklung, die Messechef Maurice Turrettini freut. 10% der Autos, die hier ausgestellt werden, sind grün. Die Konzerne investieren immer mehr Geld in neue Technologien. Und jedes Jahr gibt es hier was Neues. Mit einer Kombination aus Diesel- und Elektromotor schafft es Volkswagen, ein Serienauto zu produzieren, das weniger als einen Liter Kraftstoff verbraucht. Nächstes Jahr soll der Antrieb des XL1 auch in Serienautos eingebaut werden. Sicherlich so, dass diese damals grünen Technologien halt natürlich immer noch grün sind, aber doch mehr und mehr Mainstream werden. Jetzt geht es darum, das dann auch in die Großserienautos reinzubringen und damit dann halt diesen Effekt der Abgasreduzierung zu demokratisieren, beziehungsweise auch der Umwelt halt entsprechend zukommen zu lassen. Denn das geht halt nur über große Stückzahlen, sonst hat es keine Wirkung. Die Palette der umweltschonenden Autos reicht vom Zweisitzer, dem Toyota iRoad, bis zu einem Multivan der Firma Rinspeed. Weil Genf aber traditionell auch als Messe der Schönen und Reichen gilt, darf hier ein Rolls-Royce mit dem stärksten Benzinantrieb der Firmengeschichte nicht fehlen. Und auch Lamborghini versucht mit einem 750 PS starken Modell der Klientel zu imponieren, die hier auf der Suche nach neuen Auto-Highlights ist. Wir wollen die beste Technik haben. Und das Beste ist nicht das von gestern, sondern das von heute und morgen. Ja, ich will wirklich das Beste haben. Da fühlt sich ein dreifacher Formel-1-Weltmeister schon eher zum neuen McLaren P1 hingezogen. Das Hybridauto bringt mit zusätzlichen Elektromotoren immerhin 916 PS auf die Straße. Wir haben es geschafft, ein System zu entwickeln, das nicht nur die Abgaswerte drastisch senkt, sondern auch noch ein besseres Fahrgefühl bringt, weil es einfach die Leistung des Autos steigert. Die DNA, das Gen von Ferrari, darf nicht verloren gehen. Wir haben es geschafft, hier beides zu kombinieren. Eine Technik, die Emotionen weckt und die für die Leidenschaft des Fahrens steht, und eine extreme Verbesserung der Umweltfreundlichkeit. From the other side, you have a big improvement in terms of ecology. Firmen, die Sportwagengeschichte geschrieben haben, entdecken jetzt einen neuen Markt für sich. Öko-Autos, die rund 1 Million Euro kosten. Wenn wir solche Autos bauen, dann können wir die Grenzen der Technologie völlig neu ausloten. Schlicht und einfach, weil unser Budget groß genug ist. Und das Wettrennen, wenn Ferrari und McLaren gleichzeitig solche Autos auf dem Markt einführen, das bringt diese Technologie in Riesenschritten voran. Denn es ist die Konkurrenz, die die Entwicklung der Technik beschleunigt. Schließlich will ich nicht hier stehen und sagen, mein Auto ist das Langsamere. Nein, mein Auto muss einfach das Schnellste sein. Ferrari und Co. sorgen dafür, dass umweltfreundliches Autofahren garantiert nicht langweilig wird. Man muss es sich nur leisten können.